So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir haben immer noch ein Unboxing für euch vorbereitet. Theoretisch auch noch zum Geburtstag, das gehört auch noch dazu. Denn ich habe nicht nur von Hannes und Genaya und vom Flexmann was zugeschickt bekommen. Ich habe auch hier bei mir Geschenke bekommen von der Familie, von Pupsi, von allem. Den Rest möchte ich jetzt zeigen im letzten Geburtstags-Unboxing-Video. Angefangen mal kurz mit dem Päckchen von der Mama. Die Mama hat mir nämlich das hier gegeben und da war drin eine Flasche von dem guten Dosmas. Kennt ihr Dosmas? Dosmas ist so Tequila-Zimtlikör. Den gab es bei einer durchsichtigen Flasche, der sah richtig genial aus. Hier steht jetzt Dosmas Sweet Zimt Max Shot. Ich weiß nicht, ob das der gleiche ist und die das Design geändert haben oder ob das halt eine andere Sorte ist, dann gibt es aber den Originalen wahrscheinlich nicht mehr. Dosmas ist auf jeden Fall eigentlich eine richtig coole Marke. Immer hier mit diesem Peace drauf. Und es gibt so coole Varianten von Dosmas. Auch den Pink Shot mit Beeren und Wodka in der pinken Flasche. Und ich feiere Dosmas. Ich habe Dosmas gesammelt. Immer wenn ich eine neue Dosmas Flasche sehe, muss ich die gleich mitnehmen. Dann haben wir hier, pass auf, dann haben wir hier eine Flasche Blizzard! Blizzard Cocktails! Und die gab es in meinem Kaufland, das ist Mango. Wir haben so oft damals, wenn wir mal einkaufen waren, immer gesagt, komm, wir nehmen mal so zwei, drei Blizzard mit damals, abends immer zusammen so mal getrunken. Ist schon ewig, ich weiß nicht, wann ich meinen letzten Blizzard getrunken habe. Jetzt ist er wieder da. Den könnt ihr auch hier einfach so aufziehen, ne? Zieh das ab und dann könnt ihr einen Schluck trinken und das ist auch eisgekühlt gerade. Oh, brechsüß, weinhaltiger Cocktail, aber irgendwie richtig genial, wie früher eben. Dann gab es natürlich noch ein Kärtchen, da durfte ich mir die Karte aber selber raussuchen, muss ich dazu sagen, wundert euch nicht. Guckt doch mal dieses süße rosane Einhorn, also das ist ja eigentlich weiß, aber eine rosane Karte dazu. Dann, wie es bei der Mama immer typisch ist, ist hier drüben immer auf der einen Seite ein Spruch. Auf der anderen Seite stehen dann immer die Glückwünsche. Da steht auch was von der Community, ne? Viel Spaß und Freude mit deiner Community. Und 100 Euro Amazon Gutschein. Weil die Leute immer sagen, Ramses, du machst doch nichts. Wie kannst du dir immer die Coins leisten? Genau solche Gelegenheiten wie Geburtstage sind dann natürlich sehr gut. Da kann man dann immer mal für Pokémon über Amazon. Das ist egal, das muss man jetzt nicht erklären, das ist zu kompliziert. Vom Thomas habe ich ja ein Glas Leberwurst bekommen, was ich auch schon gegessen habe. Das war auch richtig lecker, richtig genial. Obwohl das so graue Leberwurst war. Ich mag eigentlich eher immer die anderen. Vom Furzbob, der hat eine Flasche Pfeffi mit lauter kleinen Dings mitgebracht gehabt, die ich mit Hannes schon als Pfeffi-Maß getestet habe. Also auch das wurde verwertet, das Wurstglas wurde verwertet. Von meiner Tante. Von meiner Tante habe ich, oha, guck mal hier, Strümpfe bekommen. Einmal, zweimal Strümpfe bekommen, sogar dreimal Strümpfe bekommen mit toten Köpfen drauf. Ist das nicht genial? Und auch hier ein Amazon-Gutschein. Ich werde jetzt hier mit rüberpacken. Von meiner Cousine, meiner Tante und alles, was da rum ist, haben wir noch eine Karte bekommen. In dieser Karte, hier ist ein Happy Hippo drauf. Der freut sich total. Guckt euch den an. Eine Geburtstagskarte vom Cousinchen. Da stehen auch wieder Glückwünsche drin. Hier sind noch Ballons selber drauf gemalt. Hier steht alles, was wie wo. Das dürfen wir aber nicht zeigen, damit ihr nicht weiß, wie die alle heißen. Und Amazon-Gutscheine, Guthaben. Das legen wir also auch jetzt wieder hier rüber. Ein was steht noch aus, ein was fehlt noch. Das ist das große gelbe Paket hinter mir. Da sind die Sachen drin von Pupsi, die ihr ja eigentlich schon gesehen habt. Als wenn ihr den München-Vlog geguckt habt, habt ihr schon gesehen, was rumgestanden hat. Was ist denn jetzt? Dann habt ihr eigentlich schon gesehen, was rumgestanden hat, als ich nach Hause gekommen bin. Was das alles im Einzelnen ist, möchte ich euch aber jetzt nochmal zeigen. Dafür müssen wir den Adi mal kurz runterpacken. Und ich muss kurz auch den Akku wechseln. Der ist nämlich jetzt bei 10% nur noch, sehe ich. Habe ich vorher nicht drauf geachtet. Damit ihr nochmal genau seht, was das für Sachen waren, die alle bei Pupsi auf dem Gefrierschrank da aufgebaut waren mit der 34. Ne? So, wir sind zurück. Akku ist gewechselt.
Ja, die liegt immer noch da. Guckt euch das Tier an, wie es da liegt. Da sind die Gummipfötchen. Den müssen wir jetzt einfach mal hier rüberheben, ne? Damit er hier sich nicht. Dafür trinken wir uns aber noch auf den Geburtstag. Alles, alles Gute, Ramses. Mensch, das klingt ja genau wie bei Volker Putt. Das Trinken aus der Flasche gerade. Ich nehme ihn mal kurz mit. Das ist der Hardy, Schatz. Das ist das Geburtstagsbouquet. Das müssen wir jetzt mal aufmachen, Hardy. Das heißt, wir müssen sie mal hier hinten, da müssen sie jetzt mal da runter. Einmal da runter gehen, bitte. Das Waschbecken ist nass. Da liegt der jetzt drin im nassen Waschbecken. Das sind jetzt die Sachen von Pupsi, die da rumstanden, die wir euch nochmal zeigen können. Ihr habt da eine 4 drin, ne? Wegen der 34. Da waren ja so Luftballons, damit man genau gesehen hat, wie alt man ist. Dann kommt hier natürlich die 3 von der 34, damit man genau weiß, wie alt man ist. Da ist Konfetti. Nee, Lametta, nee, es sind Luftschlangen. Es sind Streamer. Das steht nämlich so da drauf, dass das Streamer sind. Dann haben wir hier eine Packung Samyang Bulldog Cheese. Also egal wer, wie, wo, was, Ramses kriegt immer Samyang Bulldog Cheese, auch ein zweites Mal. Und dann, was ich ganz besonders fand, dieses Fünferpack Samyang Nudeln, clean, ohne Soße, ohne irgendwas. Wir waren in Berlin beim Bahnhof in so einem Asia-Shop, da habe ich das gesehen, da gab es einen Fünferpack Samyang Nudeln, plain noodle only, it's noodle, use it anytime. Das fand ich eigentlich cool und interessant, aber ich habe gedacht, das muss ich die ganze Zeit rumschleppen und eigentlich, wenn du 8,50 Euro bezahlst für ein ganzes Pack Nudeln mit Soße und dann bezahlst du 8,50 für ein Pack ohne Soße, musst du die Soße extra kaufen, ist das ja eigentlich Quatsch. Wenn der Amikosi, sobald der Amikosi mir dann seine selbstgemachten Chili-Soßen nochmal schicken möchte oder zukommen lässt, wenn er da Bock drauf hat, habe ich ihm ja gesagt, könnte ich ja mal seine Soßen mit den Samyang-Nudeln testen. Und ansonsten habe ich das noch nirgendwo gesehen, dass es von Samyang direkt so ein Fünferpack gibt, wo nur Nudeln drin sind. Dann haben wir weiter hier diese Spicy Potato Chips Japan's Brand Karamucho. Spicy and tasty Hot Chili. Also richtig scharfe, würzige Chips aus Japan. Das ist, weiß ich nicht, Grandpa, Grandma. Boah, sieht auf jeden Fall komisch aus. Speit auch schon Feuer. Da bin ich auch mal gespannt, was das ist. Dann haben wir letztens erst getestet, 4Bro Juice Bubatz Edition mit dem Pinguin drauf. Mit Maracuja-Apfel-Vanille-Geschmack ist auf jeden Fall was Besonderes, ja. Schön kühlt kann man das trinken. Und dann haben wir hier nochmal so einen Humpen Durstlöscher saurer Apfel. Seid ihr Durstlöscher-Fans? Ich habe noch nie gesehen, dass es das in diese großen Packungen gibt. Durstlöscher saurer Apfel, bin ich gespannt. Ich mag Apfel, ich bin ein richtiger Apfelfreund. Also Apfel ist eins meiner Lieblingsobste. Eigentlich bin ich so Bananenmann, aber Apfel ist irgendwie, kommt drauf an. Also essen Bananen, Äpfel essen nein, aber Äpfel trinken ja. Und Bananen, Milch, aber wässrig, veganes, Durstlöscher, dann doch Apfel. Es ist kompliziert, ihr seht's schon. Wir haben hier noch Sagiko Boysan au Melon Wintermelon. Ein, steht das immer, ach so, hier steht's Deutsch. Wintermelon-Drink von Sangiko. Kennt ihr Wintermelone zum Trinken? Pack mal da auch mal ab. Hier haben wir ein Elefantenlagerbier von Shang. Produkt von Thailand. Lagerbier Shang Classic Bier Thailand. Mit zwei Elefanten, die hier so eine Fontäne versprühen. Sieht auch richtig nett aus. Hat auch einen goldenen Nippus. Dann haben wir hier, jetzt kommt die Katze nämlich zurück ins Spiel, einmal M150 Still Energy Drink. Das ist auch sehr besonders, da steht nämlich stilles Energiegetränk mit Taurin und Koffein. Ich kenne bisher ja eigentlich nur
Also Energy Drinks gibt es ja überall, immer Dosen, sprudelig, immer mit Kohlensäure hin und her. Das ist stilles Wasser, aber mit Stoffen versetzt, die dann nicht energieeffizientisch aufladen. Also das ist ein stiller Energy Drink, so wie es draufsteht, sieht aus wie eine Flasche Hustensaft. Apropos Hustensaft. Dann haben wir hier noch, was ist das denn? Jinro Strawberry. Eine Flasche Jinro Strawberry. Sieht aus wie ein bisschen Öl, was du dir über deinen Salat machst. Das ist ein alkoholisches Getränk mit Erdbeergeschmack aus Südkorea. 13%. Guckt euch den Frosch an mit dem Trinkröhrchen bei den Erdbeeren. Und jetzt passt auf, das würde ich mir jetzt Tattoo stechen lassen. Den Frosch hier oben. Guckt mal, wie dick. Der sieht aus wie Adi als Frosch, wie der hier dick und süß da oben in der Ecke einfach sitzt. Seit 1924 sitzt der schon da oben in der Ecke und freut sich. Ein Erdbeergeschmack, alkoholisches Erfrischungsgetränk. Müssen wir auch dann mal testen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es hinstellen soll. Wir stellen es einfach hier neben das Mundwasser. Genau. Dann, weil der Ramses, der ist nicht so ein Freund von Deo und Spray und alles so extrem chemisch. Ein Man Rexona Motion Sense. Das schmierst du dir unter den Arm, einmal links, einmal rechts. Dann hast du 5 Tage Ruhe. Das ist sanft, das ist wie Creme, das ist super genial. Adi, Schatz, häng nicht so durch. Alles wird gut. Alles wird gut. Nase. Adi. Ich glaube, Adi ist ein bisschen genervt. Dann haben wir, pass auf, das müssen wir jetzt erstmal das zeigen. Viel Glück zum Geburtstag. Seht euch diesen Saufesel an. Auch mit einer Karte drin. Bubi, Schatz. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und erdenklich Gute zu deinem 34. Geburtstag. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit. Gesundheit ist mit Abstand das Wichtigste. Des Weiteren wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal. Bleib so wie du bist und verstell dich nicht. Liebe dich, deine Pupsi. Das konnte man mal vorlesen. Auch wieder Amazon-Guthaben dabei. Ein roter Briefumschlag. Da könnt ihr das Ganze dann reintun. Und jetzt ein was noch. Aber bevor wir euch das Letzte zeigen, nochmal Mut antrinken. Oh, wie viel ist denn in dieser Flasche drin? Und zwar das hier. Hat sie ja schon gesagt, in dem Vlog am Ende ganz kurz, als man nur mal die Übersicht gezeigt hat, das sind Bastarde. Was für Bastarde hier steht. Svenskjevlar. Das ist also Lakritz, schwedisches Lakritz mit Salz. Und das muss wohl so extrem sein. So schlimm, so heftig, dass Leute damit Challenges machen auf YouTube. Kennt ihr Mr. Beast? Mr. Beast ist ja auch so ein kompetitiver Esser. Und der hat das geschickt bekommen auch von einem Freund, der da eine Challenge gemacht hat, dass er in 4 Minuten diese Dose leer gegessen hat. Mr. Beast hat das probiert. Er musste die Challenge zwischendurch abbrechen, weil es nicht mehr ging, vor lauter Schmerz, es so brutal war, seine ganze Zunge sich schon halb aufgelöst hat, weil diese Lakritzteile wohl so extrem salzig sein sollen, dass die meisten es einfach als extrem empfinden und brutal. Da ist halt Salz mit drin und eigentlich, das war's schon. Lakritz mit Salz, kann man sich gar nicht so vorstellen, bis man es mal probiert hat. Avoiding making sense since 2014. Und wenn Mr. Beast schon an sowas scheitert, dann wird der Ramses ja schon beim Öffnen der Dose gleich tot umfallen, gefühlt. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt alleine mal probiere, diese Dose zu essen, oder ob ich einfach nur mal ein Tasting mache mit jemandem dazu oder immer mal ein paar Leute probieren lasse. Immer wenn jemand kommt, jeder der kommt, muss jetzt mal so ein Lakritz probieren. Das wär's doch auch, das ist doch eine coole Sache. Und sonst war es das eigentlich von meiner Seite aus, weil Thomas ja jetzt dachte und den Eindruck hatte, was, du hast Geburtstag und da hat gar keiner irgendwie was dir gegeben oder geschenkt oder gemacht oder getan oder sonst was. Es ist so was da hier, guck mal, es ist was da. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Ei, Schatz! Jetzt habe ich ins Ohr reingelutscht, ne? Sonst war es das von meiner Seite aus. Wann hattet ihr das letzte Mal Geburtstag? Schreibt es mal in die Kommentare.
Ist auch eine Idee. Schreibt mir in die Kommentare, wann ihr Geburtstag habt. Mal gucken, wer wann wie wo Geburtstag hat. Wie viele Juli-Sommerkinder finden wir? Wer hat im August? Wer hat im Dezember? Wer hat sonst was? Reicht ja nur, wenn ihr den Monat schreibt. Müsst ihr nicht unbedingt den Tag und das Jahr. Könnt ihr aber auch. Mal gucken, vielleicht merkt sich's einer oder schreibt sich's in den Kalender und könnt euch immer gegenseitig beglückwünschen. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Dankeschön auf jeden Fall an alle nochmal, die mir zum Geburtstag gratuliert haben, die dran gedacht haben, die mir was haben zukommen lassen, auch die, die mir nichts haben zukommen lassen, aber an mich gedacht haben. Alle, die den Kanal verfolgen, alle, die immer so in den Streams dabei sind und immer so hey, ho, ho machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses.